Dort, wo sich jetzt Jungziegen tummeln, hat Johannes Egger früher Kühe gehalten. Der Allgäuer ist umgestiegen, weil die Verbraucher immer häufiger Ziegenmilch nachfragen. Milch geben Ziegen aber nur, wenn sie auch Nachwuchs bekommen. Ohne Zicklein keine Milch. Die weiblichen kann Egger aufziehen oder verkaufen. Aber die Hälfte des Nachwuchses sind Böcklein, die keine Milch geben, nur fressen und deshalb für den Bauern unwirtschaftlich sind. Außer er kann ihr Fleisch gut verkaufen. Dieses Jahr war es ein bisschen schwierig wegen der Corona-Geschichte. Eigentlich vermarkten wir auch schon die männlichen Ziege an Pfingsten. Dadurch, dass die Gastronomie geschlossen blieb, hat es halt eben nicht funktioniert. 80 Kitzböcke sind im Frühjahr geboren. Sie sollen zum Metzger, bevor sie geschlechtsreif werden. Ein Zuchtbock genügt. Die Zeit drängt. Also wir haben in der Herde jetzt auch kastrierte Böcke dabei, der mit den weißen Schecken zum Beispiel. Dafür bleibt das Fleisch einfach bis im Herbst verzehrsfähig. Die Böcke, die man nicht kastriert, man sieht da vorne ein, der schmeckt einfach schon intensiv. Der ist schon nicht mehr geeignet als Fleisch zum Verkauf, weil einfach das Fleisch auch dann nach Bock schmeckt. Man könnte auch sagen, er stinkt bestialisch. Deshalb bringt der Bauer die jungen Kitzböcke zum Metzger, möglichst noch vor ihrer Geschlechtsreife mit circa 6 Monaten. Da schmeckt das Fleisch noch gut. Doch das Ganze hat einen Haken. Genau, in den letzten Jahren ist es immer schwieriger geworden, Metzger zu finden. Erstens, weil es immer weniger werden. Und zweitens, weil auch viele Metzgereien selber nicht mehr schlachten. Die Aktion Allgäus soll Abhilfe schaffen. Initiiert hat sie die Landesanstalt für Landwirtschaft im Oberallgäu, um Ziegenfleisch ein besseres Image zu verschaffen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sollen es als Delikatesse wahrnehmen und wieder öfter essen. In der Region haben die Initiatoren Gastwirte gesucht, die Ziegenfleisch anbieten. Mit dabei Koch Simon Schmelzenbach. Er erinnert sich noch an die Ziegengerichte seiner Oma und schätzt das natürlich gewachsene Fleisch mit wenig Fettanteil. Das Ziegenfleisch tut sich so gut für Schmorsachen eignen, weil das ein festes Fleisch ist und dann wird es richtig zart. Vom Hals machen wir da draus ein Gulasch. Und hier sind die Edelteile, der Rücken. Und da können wir kurz gebratene Sachen machen. Die anderen Teile verarbeitet er zum Teil als Hackfleisch. Das wickelt er zusammen mit Gemüse in die Schulter. Fertig ist der Rollbraten. 15 Personen können von so einem Zicklein locker satt werden, schätzt der Koch. Und jetzt schieben wir für 2,5 Stunden bei 180 Grad ins Rohr. Die fein gehackten Innereien kommen auf Blätterteig. Daraus wird eine deftige Quiche. Auch für traditionelle Maultaschen eignet sich das Ziegenhack. Ziegenfleisch ist fett- und cholesterinarm. Je heller es ist, desto jünger war die Ziege. In der südeuropäischen Küche ist es sehr verbreitet. Und im Gegensatz zum Lammfleisch hat es wenig Eigengeschmack. Ziegenfleisch kann die Küche bereichern. Aber rechnet sich denn für Johannes Egger die Aufzucht der männlichen Jungtiere? Also wenn ich so eine Jungziege verkaufe, dann erlöse ich ungefähr 170 Euro. Wenn man jetzt da die Schlachtkosten und die Futterkosten abzieht, bleiben nur ca. 20 Euro für meine Arbeit. Und das ist etwas wenig für den Aufwand, den sie gemacht haben. Aber trotzdem machen wir es, weil wir einfach uns verantwortlich fühlen für die männlichen Ziegen. Und der Milchverkauf von den weiblichen Ziegen muss eben diesen Betriebszweig etwas mitfinanzieren. An die 3000 männliche Kitze haben die Milchziegenhalter in Bayern jedes Jahr zu vermarkten. Bisher hat ein französischer Händler einen Teil der Zicklein aufgekauft. Doch der braucht keine mehr, weiß die Geschäftsführerin vom Landesverband der Ziegenzüchter. Eine echte Lösung tut Not. Der Verbraucher kennt das Jungziegenfleisch leider viel zu wenig. Dementsprechend auch die Metzger haben es nicht im Angebot. Manche haben jetzt inzwischen zu dieser Notlösung gegriffen und erstellen hochwertiges Tierfutter her aus dem Ziegenfleisch, was vielleicht wirklich nur eine Notlösung sein sollte. Eine Lösung wäre auch, nicht alle Mutterziegen jedes Jahr vom Bock decken zu lassen. Dann gibt's weniger Kitze, aber auch weniger Milch, weniger Ziegenkäse und weniger Einkommen für den Landwirt. Also keine gute Lösung. Andererseits ist das feine Ziegenfleisch zum Verramschen als Hundefutter wirklich zu schade.
Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.